Ich habe euch ja gefragt, ob ihr einen kleinen Haul von mir sehen wollt, weil ich heute mal wieder ein bisschen mehr eingekauft habe als üblich. Und den seht ihr nach dem Intro. Also, ich weiß nicht genau. Erstmal, bevor ich anfange mit Haul, laber ich was drumherum. Ich mag nicht drumherum labern, aber es war heute so ein schöner Tag. Erstmal war ich mit Lu unterwegs, was sowieso immer schön ist, weil es voll Spaß macht, mit ihr unterwegs zu sein und total süß war. Und dann haben wir zusammen was eingeshoppt und das war schon schön. Und dann waren wir auch noch zusammen auf dem YouTuber-Treffen, was da war am Platz der Republik, glaube ich. Ja, ich glaube, das heißt so. Also gegenüber vom Bundestag. Und ja, das war so cool. Erstmal waren da so viele Leute und ich war doch mal so, warum so viele Leute? Und dann waren da überall so diese Trauben, wo dann die YouTuber standen und so. Und dann hat sich Lu mal durchgekämpft, um ihre Unterschriften zu sammeln. Und ich stand da meistens so dumm rum am Rand und dachte mir so, ja, okay. Und dann haben mich ein paar Leute erkannt und gefunden und das war so süß. Und ach nee, ich habe mich so gefreut. Ich bin dann immer so überfordert, weil ich nicht so damit umgehen kann, aber ich freue mich trotzdem. Und dann haben wir Fotos gemacht und ich habe überall alles Mögliche draufgeschrieben und unterschrieben. Und ja, das war einfach schön. So, gut, dann fangen wir jetzt zum Eigentlichen. Und da das wahrscheinlich schon wieder einigen auffallen wird, fange ich mit einem an, was ich nicht heute direkt gekauft habe, sondern halt angekommen ist. Und zwar seht ihr, ich habe mal kein Septum direkt drin, sondern so eine Banane drin. Ich weiß selber noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Also, ich finde es irgendwie, einerseits ist es cool, aber andererseits sieht es aus wie Popel. Also, aber es ist halt, weil es so glänzt, finde ich es irgendwie auch schön. Ich weiß nicht. Ich behalte es noch eine Weile drin und schaue dann mal. Jedenfalls ist heute, wie ihr wisst, meine Piercings sind immer von Crazy Factory, weil ich liebe Crazy Factory. Das ist einfach mal toll. Und ist halt, die Banane ist halt auch von Crazy Factory. Und ich habe sogar einen schlauen Zettel, der mir verraten wird, wie viel sie gekostet hat. Dum, 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 dum. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie die heißt. Ah, da. 1,75 €. So, dann habe ich noch andere Sachen bekommen. Als erstes zeige ich euch mal, ich habe was für Lu mitbestellt. Und zwar, Lu hat ganz süßes, kleines 8 mm Plug-Dingsbums mit so zwei Gummis halt drauf, einfach nur ganz normal, so ein Durchschnittsplug. Das hat 1,05 € gekostet. Also mir war ganz viel ausgegeben, die kleine. Und dann noch ein, ne, ihr seht es ja gar nicht scharf, aber so will. Ihr seht also halt so ein Metalltunnel, halt auch in 8 mm natürlich. Und das hat 3,50 € gekostet, weil halt Chirurgenstahl und so. So, dann kommen wir zu meinen Sachen. Und zwar als erstes habe ich mir, ist zwar jetzt der Sommer fast vorbei, aber egal. Weil letztes Mal, als ich mir die kaufen wollte, waren die ausverkauft. Dann haben sie jetzt mal neu gemacht und zwar, tada, ich zoome euch mal ran. Hier geht mein Gefresse ganz doll groß. So, jetzt seht ihr das mit dem Dingmesser. Also, was sagt ihr dazu? Ich meine, es gibt sowieso wieder Leute, die alles an mir hässlich finden, aber ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Irgendwie mag ich es, aber irgendwie ist es auch skurril. Also vielleicht muss man sich mal dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Jedenfalls meckert nicht rum, hier mein Septum ganz raus. Ich mag mein Septum und ich lasse drin. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Eiscreme. Das sind halt so diese 3D-Acryl-Blablabla-Plugs. Und das Eis drauf. Eis. Mit bunten Streuseln. Ja, okay. Und die haben, ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich die da schon rausgeholt habe. Ich schätze, das waren die teuersten, also nehme ich an, 4,20 € haben die gekostet, also ein Paar, also ein Stück, also 8 € noch was, ein Paar. Für Leute, die Mathe können. Ich kann Mathe. Oh, das war eine leere Tüte. Dann habe ich mir noch ein paar Silikontunnel gekauft, weil wenn ich bei Tim auf der Schulter liege, also meinem Freund, dann ist es immer so ein bisschen sehr, tut immer weh, ihm und mir, und wenn man generell schläft und sich das gegendrückt, ist es immer doof. Und deswegen habe ich mir noch ein paar schöne Silikontunnel gekauft. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist halt diese mit diesem Herz ausgeschnitten. Und ich finde die in der Größe halt voll schön. Weil, ich weiß nicht, wenn die ganz klein sind, kann ich mir das nicht ganz vorstellen, aber ich finde das süß so. Und ja, die mache ich dann alle noch mal.
lade ich euch noch mit der Zeit ein paar Fotos davon hoch. Und, ah ja, ihr wollt sicher wissen, wie viel die gekostet haben. Die haben STN 1,75 € gekostet. So, dann haben wir diese. Das sind einfach nur weiße Silikonplugs, meiner Meinung nach. Ja. Und die haben 2,45 € gekostet. Ja. Halt alles in 22, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Und Neon Pink. Ich stehe im Moment voll auf rosa Pink, wie man vielleicht sieht. Und auf Babyblau. Rosa Pink und Babyblau. Ich mag gerade so die Farben alle voll. Oh, nein, nein, nein. Ja. Und da habe ich mir halt noch die gekauft. In Pink. Eigentlich dachte ich, es wäre ein bisschen weniger Neon Pink, aber es ist egal, es ist Pink und Pink ist. Ah, Pink. So. Und die haben 1,75 € gekostet, so wie die. Ach, einfach 1,75 € so wie nichts anderes. So, dann war das von Crazy Factory. Aber ich lasse euch noch kurz so nah dran. Weil ich habe auch noch heute Haarfarbe gekauft, weil ich meine, also wie ihr seht, ist es schon fast. Jetzt in dem sieht es noch relativ bläulich aus, aber es ist schon weißlich fast bald raus. Und ich kriege bald neue Extensions. Nicht, weil die kaputt waren. Also ihr müsst nicht fragen, wegen den VP Fashion Extensions, die sind wirklich, wirklich gut, die sind immer noch, ich habe die schon über 2 Monate, jetzt die anderen, und die sind echt immer noch gut, die haben nicht mal Spliss unten oder so. Und das ist eigentlich immer so, dass die irgendwann Spliss bekommen, und haben sie aber nicht. Ich habe sie nur rausgemacht, weil ich halt von einer anderen Company welche testen soll, sage ich euch dann alles in einem Video, seht ihr dann alles noch. Aber auf jeden Fall, wo war ich hinaus? Genau, die sind nicht kaputt. Oh Gott, ich habe Berlin. Genau. Die sind nicht kaputt, sondern einfach nur, dass die halt irgendwie 50 cm sind. Ich will jetzt. Die neuen, die ich dann kriege, die ich dann testen soll, die sind 60 cm. Und ja, da schaue ich mal. Ich will mal. Man kann ja nie genug davon kriegen. So, und hier jetzt habe ich mir neue Farbe gekauft, weil ich wieder. Und ich vermisse mein Blau ziemlich. Aber nicht so ein Blau, wie ich hatte. Dieses Türkisblau fand ich auch ganz schön. Da habe ich überlegt, ob ich das erst wieder mache, aber. Ich will so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, nicht so ein dunkles Blau, aber auch nicht so ein helles Blau, so eine Mischung dazwischen, aber nicht so ein härter Blau oder so. Also jedenfalls, ich weiß auch noch nicht, das sehe ich ja dann im Töpfchen. Jedenfalls habe ich mir 2 Farben gekauft, sieht jetzt zwar fast gleich aus, wie jetzt sieht man, hier ist das dunklere, das ist Atlantic Blue. Und hier haben wir Lagoon Blue. Und ja, habe ich halt im Friseurbedarf gekauft, also im Alexa unten, das bei diesem Cosmo Friseurbedarf Dings, Bums, und habe halt da 6,90 € gekostet. Man kriegt sie zwar bei eBay in 4er-Pack für 19 €, aber 6,90 € ist an sich okay, bei Amazon kriegt man sie auch für den ähnlichen Preis. Und ich habe gesagt, bis 7 € bezahle ich, und das 6,90 € gekostet hat, habe ich die mir dann beide gekauft, weil ich die dann wieder halt zusammenmische. So. Ich glaube, ich lasse euch jetzt mal so nah dran, dann könnt ihr mich näher betrachten. Aber ihr seht ja bestimmt, dass meine Schminke ein bisschen verschmiert ist, weil es liegt an dem anstrengenden Tag. Ich glaube, dann machen wir mit DM weiter, weil für Primark zoome ich euch ein bisschen weg. DM. Ja, also wie ihr sehen könnt, sind meine Haare ja jetzt gerade mal ohne Extensions. Und ich versuche, also die sind auch schon ganz schön lang. Ich zoome euch doch wieder weg. So, also sie gehen schon bis über meine Brust. Was schon ganz gut ist, weil in einem Jahr, also vor einem Jahr, wo ich die Extensions, also vor 2 Jahren, wo ich angefangen habe, so Extensions zu tragen, hatte ich halt quasi so einen Bobschnitt, also da ging sie bis hier. Und sind sie jetzt schon in 2 Jahren so ein Stück gewachsen. Und das ist echt schon ganz in Ordnung, aber halt, meine Haare sind halt, das sind halt noch immer die Reste von dem Blondierproblem, was ich mal hatte, dass ich zu viel blondiert habe und alles unten, dass die halt unten recht dünn sind, wie man sehen kann. Und da habe ich mir jetzt sowas. Erstmal habe ich mir überlegt, dass ich jetzt eine Anti-Silikon-Zeit einlegen werde. Also, dass ich nur noch Shampoo und Spülung ohne Silikone nehmen werde. Weil das den Haaren wohl mal ganz gut tun soll und so eine, ja, Pflegeboost quasi ist. Und man soll wohl erst merken, dass die Haare ein bisschen trockener sind als sonst und so, bla bla bla. Aber ich glaube, das passiert bei mir nicht, weil ich sowieso schon diese Shampoos und Spülungen nutze. Das heißt, von Balea. Ich muss sagen, ich liebe DM und es ärgert mich. Ich wohne ja in, also am Rand von Berlin und nicht in Berlin direkt. Und da muss ich immer hinfahren. Da
muss ich immer hinfahren, extra zum DM. Und das ist immer. In Brandenburg gibt es kein DM. Und ja, jedenfalls einmal diese Spülung habe ich mir zweimal gekauft. Mit Kirsche und Jasmin, die riecht nach Kaugummi. Die ist pink. Und ja, die habe ich zweimal gekauft und die hast du 65 Cent. Und dann habe ich mir die Spülung gekauft. Das ist Feige und Perle. Und ich habe mir diese Spülung gekauft. Das ist Blutorange und Moringa, was auch immer ein Moringa ist. So, und das ist halt für stumpfes und glanzloses Haar und das ist für koloriertes und getöntes Haar. Deswegen habe ich das mal mitgenommen, weil es roch zwar nicht so super, aber ich dachte mir, wenn ich mir mein Haar anhöre, dann kann ich halt das mitnehmen. Genau. So. Das wäre das. Die Spülung haben, glaube ich, auch 65 Cent. Ich habe einen Kostenbonbon in diesem Universum drin, verdammt. Ja, ich glaube auch 65 Cent. Ja, 65 Cent, also alles, die Spülung und das finde ich auch mal voll, weil wirklich normalerweise ist es ja echt so, dass diese Billig-Shampoos, Billig-Spülungen immer richtig, richtig schlecht sind. Aber ich finde Balea ist echt gut und das ist ja, also ich meine, das ist ja eine Eigenmarke, demzufolge hat es meistens weniger Geld, also kostet es meistens weniger Geld, aber dafür ist es echt richtig gut. Und was ich noch habe, was ich jetzt ausprobieren will, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber ich finde das einfach mal genial. Das gibt es, glaube ich, es kam aus Amerika, glaube ich, dass Leute auf die Idee kamen. Und die haben das, also so, gibt es sogar so eine Challenge, keine Ahnung, wie die heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt es rein. Jedenfalls Folsäure habe ich mir geholt. 800 Tabletten, also nicht 800 Tabletten, sondern Folsäure 800, also 800 Milligramm Tabletten. Ne, Mikrogramm. Steht hier drauf. Mikro, nicht Milligramm. So, und ja, da sind halt 40 Tabletten drin und ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber jedenfalls Folsäure ist normal, das halt nimmt, sollte jeder zu sich nehmen in geringen Maßen, also in normalen Maßen. Man kann normal bis zu, also dass es vernünftig ist, kann man bis zu 1000, ich glaube 1000 Mikrogramm oder sowas am Tag zu sich nehmen. Und das bekommen auch Schwangere verschrieben, wenn sie schwanger sind, weil das die Zellteilung fördert. Und ihr wisst ja, wenn man ein kleines Embryo in seinem Bauch hat, dann muss der ja schneller wachsen, Zellteilung und so, und dadurch wächst er. Deshalb bekommen das Schwangere und ihr wisst auch, dass Zellen, Nägel und also von Haarzellen und ja, Nagelzellen und sowas auch wachsen durch Zellteilung. Und somit, das fördert quasi nicht nur, wenn man schwanger ist, sondern auch so halt den Haarwuchs und den Nagelwuchs und alles. So, das ist... natürlich, also hier ist auch noch, wie hier drauf steht, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C und Vitamin E drin. So, und hier steht auch drauf, dass wie viel da des empfohlenen Tagesbedarfs drin ist pro Kapsel. 400% des empfohlenen Tagesbedarfs von dieser Folsäure, aber das ist wie gesagt alles noch in Ordnung, also keine Sorge, dass ihr jetzt irgendwelchen Gift reinhaut. B6, Vitamin B6 ist 300% mehr also des Tagesbedarfs, Vitamin B12 200%, Vitamin C 150%, Vitamin E 200%. Und ja, jedenfalls versuche ich das jetzt mal, die 40 Tabletten zu nehmen und ich messe auch nachher mal meine Haarlänge und gucke dann, wenn ich die alle habe, wie viel die gewachsen sind in der Zeit. Und ja, genau, noch ein Nachteil, was ihr vielleicht wissen solltet, wenn ihr das nehmt. Also deswegen, ich epiliere meine Haare an den Beinen und so, deswegen ist das hoffentlich nicht so ein Problem. Nur, da wachsen halt nicht nur eure Kopfhaare logischerweise, weil der Körper weiß nicht, dass du die Kapsel jetzt nimmst, weil du den Kopfhaare wachsen lassen willst, sondern halt auch die an Haare, wenn man sie halt an den Beinen rasiert, wachsen halt schneller nach unter den Armen und so weiter. Aber da ein bisschen öfter zu rasieren, ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht so das Problem. Wenn man dafür lange Haare hat, man hört ja damit auch auf und dann geht es natürlich auch wieder zurück, aber die Haare sind halt länger. So, das war das. Ach ja, Geldpreis, blabla. Es hat 4,25 € gekostet und dafür ist es völlig, völlig in Ordnung, finde ich. So, dann habe ich noch drei Kleinigkeiten von DM und dann war es das auch schon. Ich habe mir noch einen Lipstick gekauft, also Lipstift. Weil Lipstick draufsteht, muss ich nicht Lipstick sagen. Pure Color Lipstick, also ein Lipstift. In der Farbe 110. Ja. Es
ist halt sehr hell. Und die andere Farbe, die ich hatte, war hoffentlich, ich habe nur nicht geguckt, ich war mir nicht sicher, ob ich die schon hatte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte ein anderes Rosa und nicht die 110. Das heißt Place de la Concorde. Ich hasse Französisch. Bah, aber egal. Jedenfalls Französisch. So, dann habe ich noch, wenn wir gerade bei Haaren waren und dann über Lippen, na egal, Balea Trockenshampoo, weil, ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Eine Freundin von mir hat das so mal benutzt, Trockenshampoo, also nicht von Balea, sondern generell irgendeins. Und ich dachte mir, ich probiere das mal aus und da das von Balea recht günstig war. Achso, ich bin nicht so gut im Haulen. Lipstick hat 2 Euro gekostet, also 1,95. Und das Trockenshampoo hat 2,25 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch, weil mein Liquid Eyeliner, den ich von, also von, ich habe von Astor so einen Liquid Eyeliner, so einen, keine Ahnung, der ist, den habe ich schon über 2 Jahre und der ist immer noch nicht alle, also fast jetzt auf dem Weg zum alle sein, aber immer noch nicht alle und ausgetrocknet auch nicht, also keine Ahnung, das ist echt voll ein Wunder. Und ich habe mir jetzt so einen von P2 Professional Eyeliner Pen geholt. Ja, und ich will das mal halt ausprobieren. Der riecht ein bisschen komisch, aber ist egal. Ich habe auch vorhin auf meine Hand gemalt. Das war auch ganz in Ordnung von der Dicke der Linie. Und ich versuche das dann einfach mal, ob ich damit gut klarkomme und so. Wenn nicht, dann hole ich mir einfach wieder einen Liquid Eyeliner, wenn der kaputt ist. Kaputt. Alle. Und das hat 2,45 Euro gekostet. So. Mann, ein Glück kann ich so schnell reden, dass das noch länger dauert. So, dann kommen wir zu Primer. Also ihr wisst ja, dass ich mittlerweile etwa, also so ein bisschen oft dahin gehe und eigentlich ausschließlich da noch einkaufe. Also ich weiß nicht, man könnte es als Sucht bezeichnen, muss man aber nicht. Und es ist auch mal so doof, ich nehme, habe mir vorgenommen, ich kaufe mir nur ein paar Schuhe. Ja, also nur ein paar Schuhe, weil meine, diese 3-Euro-Schuhe, diese schwarzen, die ich auch gekauft habe, die zeige ich euch dann auch noch, die habe ich nach, die sind nach einem ganzen Jahr sind die kaputt gegangen, wo ich mir denke, für 3 Euro, so eine scheiß Schuhe, ja, für 3 Euro, da können die auch nach einem Jahr kaputt gehen. Jetzt wollte ich mir die neu kaufen, weil die ja kaputt gegangen sind, bla bla. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr gekauft. Also, ich habe Unterwäsche gekauft, die muss ich euch nicht zeigen. Die geht euch nicht an. Und dann habe ich mir noch wieder diese Bustier gekauft, halt diesmal in Hautfarbe, weil ich die echt super finde, weil ich das Weiß auch toll finde. Ich dachte erst, nee, ich weiß nicht. Weil ich das immer dann nicht so mag, wenn es halt nicht so hoch geht. Ja, ich weiß nicht, ich finde dann meine, die Form von der Brust immer nicht so schön. Aber mit den Dingern ist es echt richtig schön. Und die sind auch bequem. Und deswegen dachte ich mir, hoffe ich mir noch so eins, weil die kosten ja kaum was. Die haben 3,50 Euro gekostet, also fast nichts quasi. So, dann ist mir eingefallen, oh, meine Nase juckt. Ist mir eingefallen, dass meine Socken immer weiter kaputt gehen. Halt auch Primark-Socken, die ich über ein Jahr schon habe und man muss die Socken ja auch nicht ewig tausendmal waschen und deswegen habe ich nochmal neue gekauft. Einfach ein 7er-Set für 3 Euro. Socken halt. Weil weiße und schwarze habe ich genug, nur halt die so, ja, helleren, anderen Farbtönen sind halt irgendwie immer ein bisschen kaputt gegangen. Dann die Strumpfhose, die ich heute anhatte. Die habe ich mir nochmal neu gekauft, weil ich mir ein Loch reingemacht habe. Ich weiß nicht wobei, aber ich habe gesehen, dass da ein Loch drin ist. Und ja, das ist diese hier. 2 Euro habe ich sie mir halt nochmal neu gekauft, weil ich die echt mag und weil ich mir dachte, Mann, no, wenn die jetzt, wenn das Loch noch größer wird, dann ist es nur so klein. Aber wenn es halt noch größer wird, dann ist es echt doof. Und dann habe ich mir noch Kunstnägel gekauft. Eigentlich habe ich ja Gelnägel gehabt, habe ich aber abgemacht, weil meine echten Nägel, wie ihr wisst, sind die ja normalerweise kurz, weil ich an den Nägeln klappe, bla bla bla. Habe ich halt Gelnägel drüber gemacht, damit ich mir das abgewöhnen kann. Sind jetzt schon ein bisschen länger geworden für meine Verhältnisse. Also nicht gerade sehr lang, aber immerhin schon mal so, dass man jemanden mit kratzen kann. Das ist schon mal eine Sache. Und dann habe ich mir nochmal Nägel gekauft, so weil ich in der Kasse stand und wieder so rumstanden. Und dann habe ich das eingepackt. Halt so blau. Ich mag ja gerade, wie ich gesagt habe, ich mag Babytöne. Ich mag Babyblau, wie ihr sehen könnt. Türkis Babyblau und ich mag Rosa und das ist Babyblau. Und hier sind noch so goldene Nieten drauf und ich mag Gold auch total. Und ja, ich glaube, die mache ich mir nachher noch auf. Wenn ja, dann seht ihr das auf Instagram. Ach ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann müsst ihr das mal machen. This Sarah Sorceress heiße ich bei Instagram. Und da lade ich wirklich jeden Tag ein Bild hoch. Mindestens jeden Tag eins. Und da seid ihr immer up to date. Noch besser als bei Facebook. Also, so. Und vielleicht mache ich nachher noch hoch und dann kriegt ihr noch ein Bild bei Instagram. Und dann, wie gesagt, womit alles angefangen hat eigentlich.
meine 3-Euro-Schuhe, die schwarzen, die weißen halten noch erstaunlicherweise. Ja. Und dann habe ich auch schon bei Instagram gepostet. Habe ich gemacht. Ich konnte nicht widerstehen, weil sie sind rosa. Sie sehen jetzt zwar sehr neonrosa aus. Das ist aber so wie meine Mütze, so dieses Rosa. Ja, da hinten sieht man es, glaube ich. Also halt so ein schönes Mädchenrosa. So halt diese Schuhe gekauft. Und no. Die sind auch so bequem, wenn man die anderen Schuhe immer nur gewohnt ist von Primark. Das sind 3-Euro-Schuhe, die ich euch gezeigt habe. Dann da läuft man ja quasi wirklich gut auf dem Boden. Also ich finde die von der Form total schön und so. Und auch bequem und mag die auch. Aber man merkt ja schon, dass man auf dem Boden läuft. Und bei denen, das ist so weich und das läuft sich so gut. Und ja, die haben 8 Euro gekostet. Und dann ist alle. Dann war ich das. Hab ich ja gut schnell geredet, gelabert und gebloppt. So, also. Njim. Meckert nicht wieder rum wegen meinen Nasendings. Wie gesagt, das ist nur so ein Tipp-Dings. Ich guck nur mal, ob es mir gefällt oder nicht. Und wenn es mir gefällt, ist es meine Sache, wenn nicht, dann nicht. Ich habe mir überlegt, ich packe euch mal meine ganzen, also die wichtigsten Seiten, also meine Facebook-Seite packe ich euch mal unten rein und mein Instagram, dass ihr mir auf Instagram folgen könnt, weil das würde ich euch wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich lade echt jeden Tag ein Bild hoch, mindestens. Hab da auch schon über 200 schlag mich tot Bilder. Und ja, da kriegt ihr eigentlich, seid ihr eigentlich immer up to date. Und bei Facebook natürlich auch, aber da ist es mehr so Geschreibse. Und die Bilder sind eigentlich hauptsächlich bei Instagram, weil es mit dem Handy so praktisch ist. Und ja, wie gesagt, schreibe ich euch unten rein. Und dann, ja, sagt mir, was ihr aus dem Haul am schönsten fandet und ja. Dann, genau, ihr könnt auch noch bei Facebook vorbeigucken, weil ich noch die Bilder geschickt bekomme von den ganzen süßen Leuten, die es mich heute gesehen haben und die mit mir ein Foto gemacht haben. Und dann lade ich die dann noch hoch und dann könnt ihr die angucken. Und ja, genau. Dann schreibt mir in die Kommentare, welches euch am besten gefallen hat davon und was ich auch kaufen würdet oder was ihr sogar habt zu Hause. Das würde mich interessieren, was ihr davon am besten fandet. Ich glaube, mein persönlicher Favorit, das ist schwierig. Ich glaube die Schuhe. Weil dieses Rosa ist so, oh, schön. So, also ich glaube die Schuhe. Und natürlich, dass das Crazy Factory Paket angekommen ist, ist sowieso total toll. Aber ja, so. Und dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und sonst lasst es sein und habt einen schönen Tag und ich hab euch lieb.